Freust du dich? Ja. Worauf freust du dich? Keine Ahnung. Auf die Probe. Aufs Filme machen? Ja, auf beides. Du hast ja gesagt, ich mache nur mit, wenn ich selber filmen darf. Stimmt das? Ja. Wie war das? Warum wolltest du selber filmen? Weil ich cool fand. Sophie weiß, was sie will und was sie liebt. Das geht nicht allen 20-Jährigen so. Das Theater möchte ich gerne filmen. Was für eine Rolle spielst denn du in dem Theater? Meine Rolle ist Großmutter und Müllfrau. Großmutter und Müllfrau, zwei ja. Rollen. Sophie traut sich was, unüberhörbar. Und sie liebt Orte, wo es keine Benimmvorschriften gibt. Was hast du auf den anderen Zettel da gemalt? Da habe ich noch mehr Sachen aufgeschrieben. Erzähl mal. Kunst, sehr wichtig. Was willst du lieber haben? Beides, vielleicht Pinsel und Schwamm oder erstmal? Noch wichtiger als das Malen selbst sind für Sophie Menschen, die sie auf ihrem Weg begleiten. Ob im Jugendhaus, Theater oder in der berufsvorbereitenden Klasse. Sophie möchte einen Beruf, der Spaß macht, will unabhängig und selbstständig sein. Genau, hat schon geknackt. Weißt du was? Ich habe den Praktikumstelle gefunden. Ach, da! Wo? Kindergarten. Okay. Geil! Da ist drin. Drin? Ja. Zeitsprung. 10 Jahre zurück. Als wir Sophie und ihre Brüder kennenlernen, dekorieren sie gerade gemeinsam den Garten für Sophies Geburtstagsfest. Nee, nicht den. Doch, wollte Sophie aber auch. Okay, dann tun wir den dahinter. Na gut. Anfangs findet Sophie die Kamera unheimlich. Doch ihre Neugier auf den Menschen dahinter ist größer als ihre Angst. Na du? Na du? Eine blaue? Ja. Und alles ist rot-weiß und eine blaue? Ja. Na, wenn du meinst. Gut. Jetzt. Willst du die reinstecken? Du machst. Nö, das musst du machen. Blau ist... Selber machen. Hier. Trau dich. Das bekommt Sophie von ihrer Mutter von Anfang an mit auf den Weg. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Sophie. Happy Birthday. Danke. Bis Sophie in so großer Runde Geburtstag feiern konnte, musste ihre Mutter viele Berührungsängste in Nachbarschaft und Schule abbauen. Oh. Richtig alle. Richtig toll. Na genau. Ja. 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 Dass sie weniger Puste als andere Jugendliche hat, hält auch die fast erwachsene Sophie nicht davon ab, mit vollem Karacho durchs Leben zu stürmen. Endlich selber drehen. In einem Wäldchen, in dem sie früher mit ihren großen Brüdern gespielt hat. Das reicht. Ich habe auch 2. Klasse. Du darfst dich hinsetzen. Okay. Ja?
Lukas und sie. Sophie als Drittklässlerin. 2005 ist sie das erste Kind mit Down-Syndrom in einer Regelgrundschule in Baden-Württemberg. Durchgesetzt von ihrer Mutter. Die zweite Pädagogin in der Klasse bezahlen damals ihre Eltern. Sie bringt Sophie Lesen, Schreiben, Rechnen bei. Die Klassenkameraden lernen von Sophie, dass manche Kinder langsamer denken, aber lauter lachen können. Sophie geht ihren Weg, weil ihre Eltern sie mitten ins Leben stellen. Zehn Jahre später durchquert sie alleine die Großstadt Stuttgart auf dem Weg in die Berufsschule. Sie ist eine von 12 Schülern in einem inklusiven Modellprojekt. Man traut ihr zu, später Arbeit in einem ganz normalen Betrieb zu finden. Haben Sie sich da schon mal drüber Gedanken gemacht, über Arbeitssicherheit? Was schützt die Brille? Da manchmal nicht so als vor uns Augen. Manchmal wie bei Brille, genau. Aber es kommt nicht zum Augen. Der schützt ihre Augen. Diese Schüler können sich leichter hineinfühlen als hineindenken in ihre berufliche Zukunft. Handschuhe. Was noch? Handschuhe. Vor den Farben. Genau, bei den Farben, die Handschuhe. Aufgabe, einmal ein Arbeitshandschuh, auf der anderen Seite ein Gummihandschuh anziehen. Was fühlt sich besser an? Sophie, bei Ihnen, was fühlt sich besser an? Der fühlt sich besser an? Echt? Ja. Ihr seid alle Schaffer, das ist super. Was macht man da drin, ganz schnell? Ich weiß nicht genau. Ich hab's gerade schon gesagt, für was ist dieser besser geeignet? Vom Krankenhaus, für Handschuhe oder von... Pinze malen auch. Zahnarzt. Und vor Zahnarzt auch. Ja. Zahnarzt, Krankenhaus. Für feine Arbeit. Für was kann man diese Handschuhe verwenden? Und wenn Sie jetzt mal dran denken, dass Sie ja Praktika machen sollen, dass Sie ja verschiedene Berufe auch kennenlernen sollen, für welche Berufe können Sie die Handschuhe verwenden? Das hier kommt da, Tamara. Damit mehr Menschen mit Handicap auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Chance bekommen, arbeiten Förderschulen und Berufsschulen in Stuttgart seit 2010 noch enger zusammen. So kann Sophie Unterricht und pädagogisch unterstützte Betriebspraktika kombinieren. Maximal 5 Jahre lang. Sie liebt ihre neue Erwachsenenschule, weil man ihren Wunsch, selbstständig zu werden, dort ernst nimmt. Doch die langen Schultage sind auch anstrengend. Sie braucht mehr Kraft und mehr Zeit als andere, um Neues zu lernen. In den Lehrwerkstätten der Wilhelm-Maybach-Schule erprobt Sophie verschiedene handwerkliche Berufe. Der technische Lehrer schaut seinen Berufsschülern wohlwollend auf die Finger, prüft Ausdauer, Teamfähigkeit und ermutigt sie. So viel klappt's. Einfach. Langsam runter. Gut festhalten. Kein beschützte Werkstatt. Richtige Arbeit, hat Sophie auf ein Plakat über ihrem Bett geschrieben. Zukunftsplan steht darüber. Doch, geht. Wisst ihr was? Wir blasen einfach zu zweit. Genau. Nehmen wir das Werkstück. Seine außergewöhnlichen Schüler wollen etwas lernen. Die normalen Azubis haben häufig keinen Bock. So, und wer kriegt das jetzt? Kurt Zeyer liebt es, im Inklusionsprojekt zu unterrichten, weil er hier etwas zurückbekommt. Sophie hat ihre Stärken in dem Moment, wenn etwas wiederkehrend ist. Also das heißt nicht, dass sie am nächsten Unterricht, wenn wir uns wiedersehen, das noch kann, sondern man muss es noch einmal üben und das 2-3 Mal. Und dann, wenn sie es aber dann hat sie es wirklich drin und kann es. Und dann ist die Angst auch weg.
Ich denke, es ist bei ihr eine gewisse Grundangst vor dem, was auf sie zukommt. So viel ist, wie sie ist gerne im Mittelpunkt. Wenn sie, in dem Moment, wenn sie merkt, sie ist nicht ganz im Mittelpunkt, dann kommt eine Trotzreaktion. Dann muss man sie irgendwie einfangen, wieder mit einbinden. Verzeihung! Echt? Sind Sie so angespannt jetzt? Sie kann einen schon um den Finger wickeln, wenn sie will. Das ist eine besondere Begabung. Ich denke aber, das, was sie da kann, wir haben ja mal gesprochen in der Konferenz, in Richtung Kindergarten zu gehen. Das heißt, sie können sich da auch schon einbringen und die Kinder mitziehen, wenn sie jüngere sind wie sie. Ich denke, ihr Bereich ist eher mit Kindern was zu machen wie im Erwachsenenbereich. Jugendhaus Helene P. in Stuttgart-Degerloch. Hier kommt Sophie vorbei, so oft sie Zeit findet. Alles hab ich. Das geht. Geht? Ja, natürlich nicht. Ich komme nicht runter, das ist viel zu hart. Wieder hochkommen. Oh Gott! Ich fahre gar nicht runter. Das ist irre. Ob Apfelernte, Mal- und Tanzkurs oder inklusiver Freitagstreff. Die Pädagogen Raphael und Caroline unterstützen und setzen Grenzen, wenn Sophie zu hoch hinaus will. Mutig drauf los, ohne an die Konsequenzen zu denken. So ist Sophie schon als Kind. Ich bin größer in dieser Welt. Da komme ich runter. Guck mal. Früher haben die älteren Brüder Julius und Richard der kleinen Schwester geholfen. Zähl doch mal drüben nach. Nach der Trennung ihrer Eltern wachsen die drei Kinder bei ihrer Mutter auf. Die Brüder ersetzen den Vater zu Hause. Sie verteidigen ihre Schwester auch gegen Pöbeleien im Schwimmbad. Ich habe mal erlebt, dass ein kleiner Junge zu Sophie gesagt hat, fette Sau und blöde Kuh und so. Und sie richtig weggeschubst hat, wenn sie irgendwie beim Föhn oder so war. Und kein anderer Föhn mehr frei war. Und im Schwimmunterricht hat es so seine Probleme, dass sie da auch, also das geht hin bis zu Handgreiflichkeiten, dass sie geschubst wird und so. Und wortmäßig doch ziemlich häufig. Ja, ich habe den angesprochen, ob er das gut findet, wenn man ihn so beschimpfen würde und so wegschubsen würde. Und also dann hat er sich das schon nochmal überlegt, ob er es nochmal macht. Na, mein guter Bruder. 10 Jahre später, Abendskype mit Julius in Hamburg. Julius war echt anstrengend. Was habt ihr denn gemacht? Wir haben gerade eben Technik. Technik? Ja. Wie war es denn am Sonntag beim Papi mit dem Plätzchenbacken? Sehr gut. Wir haben extra schöne Pfötchen gebacken, Julius. Lasst ihr mir noch welche übrig, wenn ich komme? Natürlich. Was bist du denn? Bin ich das? Ja. Geht. Familiäre Fürsorge, jetzt gegenseitig. Ich esse ganz viel. Das ist sehr gut. Aber nicht so viel wie du. Ich esse nicht so viel, du Jus. Und sonst mit Mami alles gut und dir? Sehr gut. Ja, läuft das so? Ja. Hockt ihr euch nicht zu sehr auf der Pelle? Nö. Nee? Nee. Das ist gut. Ja, und diesen Freitag. Den Alltag müssen Mutter und Tochter jetzt alleine meistern. Konflikte auch. Silvia Kowalik arbeitet wieder. Ihre Berufstätigkeit und Sophies neuen Lebensabschnitt zu organisieren, eine doppelte Belastung. Also, 19.01. ist welcher Monat? Freitag. Das weiß ich nicht, aber der erste Monat ist der Januar. Da muss man sich entscheiden. Ja, es ist blöd. Was machen wir? Keine Ahnung. Ich wollte sagen, das, was wir immer machen. Erstmal überschlafen. Ja. Was macht das Zusammenleben mit Sophie aus? Ich glaube, diese fürchterliche Ehrlichkeit. Ich kann mich nicht verstecken.
Ich bin gefordert, in allen Reaktionen, die ich mache, ich muss mich ständig hinterfragen, beziehungsweise kriege ja auch eine Rückmeldung, das war nicht so ganz in Ordnung, nonverbal, oft. Also es ist schon anstrengend auch mit ihr. Ohne dich, Mami, ohne dich. Und du kannst das wirklich alleine? Ja. Möchtest du mit dem Abakus rechnen? Brauche ich nicht, ich bin kein Baby. Hm. Weißt du, Silvia, ich hab dich gerne. Na, und ich dich erst, du. Oh Mann. Freude oder Wut? Extreme Gefühlsausbrüche haben alle Menschen mit Down-Syndrom. Darum geht's immer wieder, diese Rückspiegelung. Wie verhältst du dich eigentlich auch? Und dabei ist es natürlich eine Gratwanderung. Wie viel von ihrem ursprünglichen Wesen kann ich, ja, ist es möglich zu leben? Und wo ist dann doch eine Grenze? Ich weiß das auch nicht immer. Bald ziehe ich um in ein WG. Was heißt denn bald? Nächstes Jahr? Ja. Echt? Ja, wird bald neu aufgebaut. Okay. Der wohnt nicht bald. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Ja, kann gut sein. Ja, aber ihr versucht das zu machen? Ja. Ja. Ich freue mich schon. Endlich weg von der Mutter. Ja, das wird Zeit. Hast du vorhin mit Julius Kuss gehabt? Natürlich. Das ist sehr dünn aus, Richard. Wer sieht dünn aus? Julius ist sehr dünn. Hallo, hallo. Hallo, hallo, Bruder Maus. Digitale Familienbande zwischen Stuttgart, Hamburg, Stockholm. Geht, den Rosmarin und Lavendel. Bis dann. Tschüss. Erste Begegnung mit Kfz-Mechatronik-Azubis. Sophie und André wechseln Dichtungen am Porsche-Motor. Na, andersrum, nach links, genau. Reicht Sophies Kraft für die Schrauben? Genau, einfach raus. Dann kommt die hier. Jeden Mittwoch ist Praktikumsbesprechung mit den Klassenlehrern und dem Berater vom Integrationsfachdienst. Autos und Reifen mehr machen? Mach Autos. Will? Ja, du mach Autos. So. Aber so mit Reifen speziell? Nein. Na. Okay. Nee, nicht so. Dann kommen wir zur Sophie. Ja. Und jetzt frage ich Sie einfach mal, was Sie gestern denn im Kindergarten gemacht haben. Gestern war es sehr viel anstrengend. Wir haben ein paar mich geschlagen bei jemand. Ja. Und zwar nicht freundlich gewesen und sehr, sehr schwierig zum Kindergarten. Aha. Also nochmal, ein Kind hat sie geschlagen? Ja. Mhm, Ganz gewaltig. Oh ja. Hat mich so sehr aufgeregt. Ja, das kann ich verstehen. Mir fällt gerade ein, dass ich ja vor 14 Tagen mal nach den Namen der Kinder gefragt hatte. Ich hab's vergessen. Ich denke mal. Ich hab's vergessen. Ja, aber vielleicht wissen Sie doch ein paar Namen, oder? Rodrigo. Ja. Und noch. Ich weiß nicht mehr. Naja, vielleicht fällt es gleich noch einen Namen ein, dann können Sie ihn ja noch sagen. Was mich noch interessiert, Sophie, was haben Sie denn jetzt etwa mittags dann auch selber noch getan für die Kinder oder mit den Kindern? Wir haben noch gespiegelt gemeinsam. Ja. Rodrigo hat mich ständig am Abend rumgekuschelt. Gut, dass nach so viel Aufregung ein schönes Wochenende auf sie wartet. Sophie fährt allein nach Hamburg zu Bruder Julius. Mit ihrer Videokamera, aber ohne uns. Ich will genau das kommen nach Hamburg. Das kannst du gerne machen. Wirklich. Absolut. Lass mir mal ein bisschen mehr unternehmen. Das ist das Haus, in dem ich wohne. Da oben ist mein Zimmer.
der Innenhof. Das Innenhof und das Hamburg. Das war ein Chili. Das sind die Schuhe, die Schuhe. Und das ist Bart. Und das ist Sophie. Das bin ich. Und wir gehen jetzt los in die Schanze zum was trinken. Ich trinke hier Bier. Guten Appetit. Was für ein Bier trinkst du? Trinkst du richtiges Bier? Nein. Ja? Das ist ganz leicht. Ja. Glaub ich nicht. Nicht? Nicht? Mir ist ganz leicht. Doch. Das ist Alsterwasser. Alsterwasser. Alsterwasser ist das. Zurück im Stuttgarter Jugendhaus, mittlerweile Sophies zweites Zuhause. Im Computerraum unterm Dach. Andere daddeln und mailen. Sophie hat ihre Schauspielkollegen vom Freien Theater Stuttgart gefilmt, kommentiert ihre Videos, Gebärden unterstützt, wie sie es gelernt hat. Welche Szene ich am besten? Ja. Punk-Szene finde ich am besten. Muss ich dann schreiben? Punk ist Kunst! Punk ist Freiheit! Ja, ich mache auch mit Aaron. Nächste Theater. Also am nächsten Projekt? Ja. Ich weiß es noch gar nicht, ob das nächste Projekt kam. Ja. Bitte, Aaron. Ich hoffe so. Bitte. In meiner Band. Also probier es. Ja! Ich war nicht! Diese ganze Tschüss! Aaron tanzt auch heute im Jugendhaus, immer Montag mit mir. Echt? Ja. Okay. Ein hübscher Kerl. Ein hübscher Kerl? Klack, klack! Später im Kindergarten arbeiten. Vor 10 Jahren war das Sophies großer Traum. Jetzt macht sie hier 3 Monate lang Berufspraktikum. Warte mal, Sophie. Alter, so, das so. Alter. Käse, das ist Käse. Du musst die Käse. Nee, nicht halt. Die Kühe. Jetzt musst du wieder anhalten. Nö. Ja. Ja, eins weiter. Mit Kühe. Keiner konnte sagen, ob Sophie jemals sprechen, lesen, schreiben wird. Jetzt bringt sie anderen Kindern das ABC bei. Käse. Gibt's noch? Ja. Mach mal Esel. Aber ich glaube, Sophie müsste ein bisschen drauf achten. Manchmal muss man die Puzzleteile ein bisschen anders drehen. Genau, schau mal. So, stimmt. Doch, das passt. Eine Erzieherin arbeitet mit Sophie zusammen und unterstützt sie sachte. Einfach nochmal machen. Sie schafft was weg, wie alle anderen Erzieherinnen auch. Und bringt Leben in die Bude. Elefanten. Elefanten? Die Elefanten, weißt du, wie es geht? Was ist das? Ein Auto. Ein Auto. Ein Flugzeug. Benjamin. Benjamin. Kinder, ich brauch dich. Ja, ich komm. Benjamin ist echt verrückt. Ja. Spaß morgen. 12 Uhr. Schluss für heute. Ciao. Sophies Mutter und die Kita-Leiterin haben aus städtischen Mitteln eine zusätzliche Inklusionshelferin für Sophie beantragt. Ich denke, da waren wir sehr beharrlich und das war auch gut so. Weil wir natürlich schon den Wunsch von der Sophie, Erzieherin zu werden, ernst nehmen wollten. Wir hätten auch sagen können, na, wir lassen das mal laufen. Mal gucken, was passiert. Aber wir wollen ja nachher sagen können, ja, das ist ein Berufsfeld für die Sophie oder nein. Wir denken ernsthaft, dass das so oder so nicht möglich ist. Ist Kindergartenhelferin das Richtige für Sophie?
Wird sie die Launen ihrer Schützlinge aushalten, sich persönlich weiterentwickeln? Im Freien Theater Stuttgart hat Sophie Riesenschritte nach vorn gemacht. 4 professionelle Jungschauspieler sind hier die Zugpferde für Jugendliche, die anderswo ausgegrenzt werden, ob als Behinderte, Schulverweigerer oder Flüchtlingskinder. Eine Schule fürs Leben, in der alle auf Augenhöhe voneinander lernen. Ismene Schell ist Regisseurin der turbulenten Gruppe. Weil du ein Dreck bist, heißt das selbst erarbeitete Stück, das heute Abend Premiere hat. Sophie ist nervös heute, sehr nervös. Nicht nur wegen ihrer Mutter, auch alle Freunde aus dem Jugendhaus sind gekommen. Sophies Lebensfreude hat die Gruppe gestärkt. Und 2 Dutzend coole Teenager haben gelernt, einander zu umarmen und zu trösten. Sophie, wir brauchen dich. Ein Satz, der hier in den letzten 3 Jahren oft gesagt wurde, gerne auch laut. Nach der Premiere geht Sophie auf Stimmenfang mit ihrer Kamera. Ich von dir. Das ist ja nicht so, war sehr gut gewesen. Sophie, ich fand es übrigens ganz arg toll, wie konzentriert du dann heute warst. Ja. Und dass du voll reingehauen hast heute. Du hast richtig Gas gegeben. Und wie hat es dir gefallen, Sophie? Gut. Dann sind wir uns einig. Ja. Das war doch schön heute. Ja. Das ist noch eine Frage. Nichts mehr. So Interviews mag ich gern. Auch so durch die ganzen Emotionen, die wir verwirklichen mussten. Deswegen war das Stück sehr ausladend. Okay, das reicht. Ich war gerade drin. Oh, herrlich. 20. Ja. Das ist auch ein schönes Gefühl aus. Sehr geile Gefühl, ja. Entspannt. Aufgeregt. Ja, rein Essen kochen. Rein sauber machen. Ja, rein arbeiten dort, alles auspacken. Ja, mit Kisten voll. Das wird was. Guck ich denn nicht in deine Kamera durch und keine Antwort. Hadi? Ja, der arbeitet jetzt gerade. Hadi? Das du hat doch vor. Das ist gut. Dieses Film ist beendet.